yes, yes, this will do very nicely. Very nice place you've got. Very chic. Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays, it's all about home furnishings and going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but it's something. It's something very big. It's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. What I've got is a Flisa Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? And what do you think? You got questions, comments, concerns? All right. What are you waiting for? Let's go see this place. So, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA Online und zu den Heist-Missionen. Heute mit dem Rico, dem Dani und dem Thomas mal wieder. Hallo. Hallo. Ja, und wir zeigen euch heute mal die Heist-Missionen, die es jetzt so ganz neu gibt. Wo steht denn unser... Da steht unser Auto. Joa, wir richten wieder ein bisschen Chaos an und vielleicht klappt's ja... Was mache ich denn da schon wieder? Du redest. Ja, nee, ich laufe auch in komische Richtungen. Das tue ich doch einfach nicht. Wenn das mal so einfach wäre. Ich hatte die GTA-Steuerung total verlernt und es war sehr chaotisch, als ich... Wann haben wir gespielt? Am Mittwoch oder so? Ja. Es war... Also wir sind froh, dass wir überhaupt spielen können. Ja, das stimmt. Weil es war die letzten Tage ein Krampf. Ja, und bis gerade eben war irgendwie mein GTA-Char verbuggt. Ich vermute mal, weil er irgendwie beim letzten Mal so Speicherprobleme hatte, der Server, dass da irgendwas beim Spawnpunkt Speichern fehlgeschlagen ist. Oder schief zu laufen. War sehr komisch. Deswegen bin ich jetzt auch nicht als Rico unterwegs. Doch, ich eigentlich schon. Bei dir zeigt das mir gar nicht an. Das ist nicht in Ordnung, finde ich. Ja, eigentlich sind wir in der Crew unterwegs, aber es gibt da irgendwie mit der neuen Crew eh noch so ein paar kleine Probleme. Aber egal. Solange wir die Mission schaffen. Oh. Sind wir ganz genau unterwegs. Hoppala. Das kam mir letztes Mal länger vor. Aber wir checken jetzt eh nur aus. Auch nicht so, Oder meinst du die zweite Tour letztes Mal? Nein, ich meinte die erste Tour letztes Mal. Ja, ich sag nur 333 Meter. Ja, wir haben nämlich... Also, der Rico und ich machen hier wieder einen auf Bonnie und Clyde und sind zusammen unterwegs. Und der Thomas und der Danny sind zusammen in der Mission unterwegs, weil die ersten Missionen kann man ja nur zu zweit spielen. Und ja, wir haben das schon mal gespielt und das war sehr chaotisch letztes Mal. Ich habe ein bisschen lange gebraucht zum Hacken. Tut mir leid. Egal. Was? Thomas, was machst du denn da? Ja, ich glaube, du darfst dann spielen. Welche Aktion? Was macht der denn da? Steht der denn da auf der Straße? Hier steckt ein Auto im Hier schwimmt ein Auto im Auto. Also ne, wenn ihr Profis sehen wollt, dann guckt bei Mareike und mir zu. Und wenn ihr die lustige Chaotenfolge sehen wollt, dann guckt bei Thomas und dann. Oh nein, ich muss jetzt schon wieder hacken. Warum muss ich jetzt schon wieder hacken? Was ist da los? Ja, okay. Weil du ja es jetzt mal geübt hast. Du weißt, wie es geht. Boah, das ist ein bisschen wie Snake spielen, nur blöder. Noch blöder als Snake spielen. Ja, aber bei Snake bei Snake 2 konnte man wenigstens durch die Wand. Alter, ich würde so gerne jetzt sehen, was ihr seht. Ja, das könnt ihr später. Das kannst du später. Bald auf meinem Kanal. Wer muss denn bei euch hacken? Wer fährt denn bei euch? Thomas fährt. Thomas fährt. Dann ich sitze einfach als Beifahrer drin, total erschrocken die ganze Zeit nur. Ja, dann darfst du gleich hacken. Lässt er, ich weiß nicht, was er da, ich glaube, der pennt da hinten. Musstest du schon hacken? Wir sind schon auf dem Rückweg, ja. Muss ich hacken. Ja, auf dem Rückweg musst du. Hacken. Oh Gott. Ach so, okay. Pass auf, hacken. Ich mach mir jetzt mal Bier auf. Eine Hecke? Was ist eine Hecke? Blonk. Boah, ich bin Hecke, so hart. Du Bock aufs Smirnoff Eis, ganz im Ernst. Wer das jetzt hört, geht sofort los, kauft auf Smirnoff Eis. Das ist so lecker.
Ja. na gut, ab 18 Spieler dürfen wir sowas sagen. Na, ich spiele jetzt auch ab 18. Ja, sag ja. Achso, ja. Muss ich langsamer machen oder. ja, warte mal, ich habe gerade ein bisschen gefällt. Wenn ihr das guckt, kurz bevor ihr zur Arbeit geht, kauft euch trotzdem und trinkt's. Ich hab's erlaubt. Thomas hat gesagt, das ist okay. Thomas unterschreibt auch als Erziehungsberechtigter. Ja, genau, der unterschreibt euch auch die Fehlschuldenzettel für die Schule. Jetzt bin ich durch. Jetzt kannst du ich zahle eure Anwälte von meinem YouTube-Mann. Ja, die Kiste kann ich so schnell. Ach stimmt, wir sind ja noch nicht mit dem geklauten Auto unterwegs. Nee, nee. Hey. Spoiler-Alarm! Boah, ich bin doch nicht so weit. Ich bin doch nicht so weit. Mann. Das Hacken ist super, ne? Führe das Signal zum Ausgang. Was? Zum Ausgang. Ja, du musst das von dem einen Anschluss durch die Schaltkreise zu dem anderen Ding führen. Was? So. Mit der linken, mit dem linken. Ich hab das am Anfang auch überhaupt nicht gerafft, aber das ist wie Snake spielen. Achso, Schaltkreise geschlagen, alles klar. Gut. Das ist wie gesagt, das ist wie Snake spielen durch ein Labyrinth. Oh, ich kann das wohl. Ich hab damals richtig oft auf dem Nokia-Handy gespielt. Ja, ich vibriert das gerade bei dir? Unsere Bestzeit bei läuft bei mir. Ja, ich versuche auch gerade auszusteigen. Voll die Schalte komplett gemacht. So, und jetzt? Ja. Oh, Level 2. Komm, Lester, mach hinne. Ich glaube, ich muss jetzt gerade nur 2 hacken. Achso, ich muss hier runter. Entschuldigung. Aber auf dem Hinweg musst du nochmal, wenn ihr umgestiegen seid gleich, musst du nochmal hacken. Das ist lustig. Das macht so viel Spaß. Ich weiß nicht, was Thomas da ganz sieht. Ich habe nur diese blöde Leiterplatte im Visier hier. Der Lester lacht gerade. Der fand das auch lustig. Ich habe mich verfahren, deswegen muss ich nochmal kurz hier so hüpfen. Ja. Ich habe gerade letztens wieder ein paar GTA-Folgen von uns gesehen und die eine, da Thomas saß ich bei Thomas im Auto und er hat abgekürzt. Von der Straße runter, über den Hügel, über drei Häuserdächer, wieder auf die Straße rauf. Und dann, und das Einzige, was ich dem Test sage, ist, jo, Thomas, das ist mal eine Abkürzung. Ja, die nehme ich gerne. Die nehme ich gerne. Das ist so geil. Ich kann mich noch dran erinnern, da fahre ich und du sagst jetzt ist die Tür abgerissen. Jetzt sieht man, dass ich nur ein Höschen an habe und ich will gucken und fahre irgendwo vor. Bam! Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war eine andere Folge. Da hast du nämlich auch einmal gesagt, ja, ich suche gerade auch eine gerade Fläche, damit ich dir unter den Rock gucken kann oder so. du bist so weit? Oder, mich musst du noch nicht hacken. Das stimmt, also, alles ist erst cool. Im nächsten. Im genau. Was würde ich dir sagen? Kann ich ja gucken hier. Du kränkst meine Gefühle, wenn ich welche hätte. Badumps. Da war ein Witz, natürlich habe ich Gefühle. Die werde ich kriegen, wenn ich in der Walküre sitze. Ja. Ich warte darauf, dass du das Geld kriegst. Also wenn ich irgendwann mal von der kleinen dicken Brumsel spreche, dann meine ich damit die Walküre. Okay. Okay. Möchte ihre Rotoren lecken. Ah! Warum? Nur die Rotoren, Thomas? Aber nur wenn die an sind, Thomas. Nur wenn die an sind. Go big or go home. Oh, jetzt muss ich da einsteigen. Gold Mann, und Platin! Wuhu! Hey! Wie viel hast du eigentlich für die erste Mission jetzt bekommen? 4.370. Komm, Lester, lauf! Was macht ihr denn da? Wir ärgern Lester. Ja, die haben ihn den Krückstock weggenommen und fahren jetzt mal weg. Okay. Also es ist echt so, wenn ihr die straighte Mission sehen wollt, dann guckt ihr bei Rico und mir für den lustigen Part, sondern ihr bei Thomas und Danny gucken. So, jetzt hier, damit man auch was hört, hier einmal... Du findest das eine Gehilfe beim Laufen erstmal. Und dann kann er richtig laufen. Das dreh ich dann später lauter. Hat der jetzt eine Frauenstimme? Das ist Paige. Nimmt der bei dir die Parts ein? Das ist nicht schlimm. Pass mal auf, guck, ich muss den kurz mit Snake zocken und danach... Okay, es ist ja eigentlich eine Tonspur, oder? Ja, ja, es ist eine Tonspur, aber ich habe ja den Ingame-Sound anders, den kann ich ja muten. Zum Beispiel das TS, ne? Geil, oder? Ja, richtig geil. Da habe ich lange geübt für. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie man hier Need for Speed driften kann, dann gerne auf meinem Kanal, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Oh yeah. Kampfbrötchen, nimmst du eigentlich auch auf? Aber natürlich. Aber natürlich. Muss auch mal sein. Hast du einen YouTube-Kanal? Ich hab gleich, hab ich euch einen. Thomas! Ich geb's dir. Die Links wieder los. Die Links sind doch alle unten in der Infobox. Der Thomas hat wieder sein Handy Thomas. An oder so. Thomas. Was? Hast du dein Handy wieder an? Nein. Schnecke, hast du das auf Flugmodus?
methodical. This isn't just a. Ich flieg doch gar nicht. Ich flieg doch gar nicht. There's an element of that, huh? Stell das mal auf Flugmodus. Bitte. Mir fällt auf, das ist meine erste GTA-Folge auf meinem Channel. Oh, hast du echt noch keine aufgenommen? Wie stellt man das denn auf Flugmodus? Nee. Er hat nur hier diese Charaktervorstellung aufgenommen. Genau, das war das Einzige. Das war so aus Langeweile. Ich starte mal die nächste Mission. Ne? Ja, sehr gerne. Ich dachte, du hattest damals, als wir die Jobs gemacht haben, auch aufgenommen. Nee, da war ich noch. Da hatte ich noch keine Game Capture. Das erklärt einiges. So, schön. Ja. Aber du hast aber trotzdem sehr lustige Halo-Folgen. Nehmen wir wieder die gleichen Klamotten? Ja, du machst das schon. Du darfst ja selber. Achso, ja, stimmt. Da darf ich jetzt selber. Was war das hier? Rebell, ne? Nee, das war hier. Genau, Rebell und dann. Ja, Lampadati. Lampadati-Rüdelü. So war das, ne? Genau, dann war das Bandana und dann hatte ich noch das andere. Das da hatte ich. Page könnte sich ihre Jeans ruhig mal in der richtigen Größe kaufen. Ich finde das so voll geil, dass man sich für den Job die Sachen aussuchen kann. Richtig, finde ich richtig nice. Finde ich echt richtig cool. Ich finde das auch geil, dass man jetzt im Prinzip so einen Story-Modus im Online-Modus hat. Ja. Ja. Oh, ja. Seit wann habe ich eine Sonnenbrille auf? Hatten wir das letzte Mal auch schon. Stimmt, aber ich habe mich gerade gewundert, warum die so einen orangenen Rahmen hat, aber das ist ja mein Facepaint. Bei der wenn es Nacht ist, haben wir. Du hast die Sonnenbrille auf, seit ich Rico verprügelt hat. Rico verprügelt mich nicht, weil ich habe die Hosen in der Beziehung an. Ja. Wir sind Bonnie und Clyde, Alter. Eindeutig. Als ob du Hosen anhättest. Natürlich habe ich Hosen an, ohne Scheiße. Ich habe echt gerade Hosen an. Ich wollte sagen, habt ihr gerade Hosen an? Also nicht im Real Life, aber in der. Wer wissen möchte, ob er nicht. Jetzt haben sich die Hirn sowieso ausgeschaltet nach der Information, also. Oh, ich setz schon mal die Maske auf. Ja, willst du dieses Mal irgendwie das Auto so abstellen, damit wir gescheit rausfahren? Ja, und vor allem machen wir das diesmal. Das obwohl das eigentlich gut geklappt hat. Das ist eigentlich ganz okay so. Soll ich das schon auswählen mit dem Fluchtwagen? Macht ihr das schon? Ja, wir sind schon dabei. Wir sind schon, wir haben den Fluchtwagen fast geklaut. So, ja, ich weiß. Ja, das. So, das ist auch kein Kunstwerk. An der Seite hier, warte mal. Ja, kann doch nicht mehr. Nur mal zusammen, halt zuerst wir, müssen mal kurz, im Parkhaus fahren. Ich kann ja schon mal aussteigen. Achso. Was haben wir? Nummer, bitte. Was? So. Wir müssen kurz zu einem Parkhaus fahren und da, wir müssen kurz zum Parkhaus fahren und da ein Auto klauen. Da kommen nur jede Menge Gegner. Ich bin bereit. Oh, Entschuldigung. Spiel. Gott. Einer lebt noch direkt vor uns. In die Bahn. Alter, der Arschbärbänder. Einer lebt irgendwo noch? Naja, das ist noch einer. Wo ist der? Wo ist der? Da. Nein, da gibt's 30. Das ist noch irgendwo. Oder so. Nee, jetzt sind alle weg. Okay. Soll ich vorauslaufen und du fährst langsam hinterher wegen Erschießen? Nee. Robkatzenpapiertüte. Mir egal. So geil. Ja, oder steig ein, dann geht mal Gas. Dann gehen wir Gas. Die Diesmal weiß ich auch, wo ich da hinten gibt's, glaube ich, auch noch eine Dings nach unten. Ja, da rechts. Wir sollten nicht zwischendurch quatschen. Ist das schon noch cool? Das ist auch Exit Only. Ich werde hier gerade angeschlipst. Ja, Exit Only, das Tattoo habe ich als Arsch geweiht. Was? Und sag mal, die Zahl Spur zu dieser Hose. Fahr mal bei mir mit, bitte. Ja, ach, apropos Hose, ich habe außerdem auch jetzt standardmäßig im Moment eine Hose an, ne? Also ich bin nicht mehr ohne Hose unterwegs. Was? Das kommt wieder. Aber ich war so gerade im Jogginghosen-Feeling und, weißt ja, Eierschaukeln und so. Ja, gut, let it swing. Ist ja noch recht kalt. Wenn ich Eierschaukeln will, trage ich das Reinschwinger machen. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade zu sagen muss. Keine Ahnung. Wenn ich Boxershorts trage, komm ich mir vor wie so ein Glockenturm beim Laufen. Glock. So, wir schnappen uns jetzt auch mal kurz den. Dazu will ich gar nichts sagen. Das können wir mal mit. Den Korkuma. So. Nur kurz, wir fahren dann nach oben. Da sind ca. 30 Gegner. Die machen wir dann alle kalt. Okay. Sobald wir das Auto haben, steht das ganze Parkhaus voll mit Gegnern. Das heißt, entweder rasch ich durch oder du nimmst dir das Fahrzeug
Willst du das Fahrzeug fahren, das andere, oder soll denn, ich räume mit meinem auf? Ich glaube, ich will auch mal was machen. Ich fahre jetzt mal. Ich will auch mal was machen. Gut, dann fahre ich gleich. Vor allem hier aufräumen und so im Parkhaus. So, komm, hier können wir uns. Mit so Pillepalle halten wir uns Erst auf, oder? Erst nee, wir sind ja auch Bonnie und Clyde. Wir sind wie Nitro und Glycerin. So ich eng gut, ne? Oh, wir sind Äpfel und Erdnussbutter. Okay. Mir fallen gerade keine Vergleiche mehr ein. Wir sind. Was geht denn noch gut zusammen? Cola und Salzstangen. Oh ja. Wo ist meine Stahlbini? Die ist weg. Bitte kein nichts Sprengbares oder so, weil wir brauchen das eine Auto dazwischen. Ja. Aber das nervt mich auch mal bei so einem Job, wenn du da irgendwelche Spiele hast, die dann alles wegbomben müssen. Ja, sieht gut aus. Also, übernimmst du ne? auch irgendwie? Weniger Schäden als beim letzten Mal eigentlich. Wollte gerade sagen, ich glaube, das ist nicht so kaputt im letzten Mal. Kann ich das denn hier irgendwo sehen? Dann sehe ich nachher. Ich schnapp aber das Geld. Diesmal habe ich jetzt 3.800 bekommen und 70. So, ich schnappe das fünfte Auto. So, ich fahr schon mal hier runter und räum schon mal auf, ja? War das das flotte Auto? Das schwarze. Ich wollte ja sagen, das ist schwarz. Hä? Hatten wir die Sequenz letztes Mal auch? Ja. Das ist ja übel der Fehler. Das hatten wir. Wir sind cool. Ich muss nämlich an mein Apartment fahren und Alter, ich kann das gar nicht mehr. Ach, für die nächste, ne? Ja. Scheiße. Ich bin noch ein Trottel. Oh, fahr ich denn hin? Ich warte. Vorbereitung haben wir jetzt abgeschlossen. Erst warten, bis ich dir das okay gebe, bitte. Dann bleib ich hier stehen. Ja. Halt mir. So, die erste Etage ist. Warum leben die noch? Die sind eben erst gespawnt worden, wie schon hier standen. Verdammt, Kacke. Ich möchte außerdem gleich wieder bohren. Bohren? Wo das wieder ist bohren? Geil. Ja. Ich wollte gerade umfahren. Boah, ich freue mich so, in eure Folge zu gucken, ne? Ich spreng Auto können. Weg und er fährt durch die Sprengung durch. Das Fahrzeug, was du hast. Das war so eine Hollywood-Sache, oder darf wie? Darf ich kurz was sagen? Das Fahrzeug, was du hast, darf nur maximal 7% beschädigt werden. Oh! Sonst durch eine Explosion darf auch fahren, höher beschädigt werden, allerdings wird das dann von dem Gesamtverdienst abgezogen. Genau, also das auch schon zu Schrott fahren, also zum Beispiel, das wäre so eine Sache, die ich gerne tun würde, oder halt tun würde, das hat nicht so gerne zu tun. Oh, aber, ich liebe den Motorsound, ja. Das ist wie bei Need for Speed. Das ist eine geile Karre, ne? Nimm, ja, die sieht auch gut aus, ne? Also ja. Das ist schon schick. Die werde ich mir definitiv auch zulegen. Das Bettmobil haben wir endlich festgestellt. Genau, also ich finde es wie so ein Bettmobil. Sieht aus wie ein Bettmobil, finde ich, vorne an der Frontscheibe. So, warte. Schon ganz schön nice. Ich hab Löcher im Dach. Oh, nicht nur im Dach. Das wäre auch schlecht. Martin, ich hab das immer noch. Irgendwie immer cool. Ich habe ja auch so einen Fuhrpark, der nur die gleichen Farben hat. Jetzt um. Ja, nein, nicht. Ich habe nicht mein ganzer Fuhrpark hat noch die gleiche Farbe. Hier cool, ich habe 2000 Dollar für anhaltende Menge. Gute das heißt, jetzt sollten wir uns beeilen. Okay, Peter Wex. Oh Mann, ich kann nicht in deinen Aufzug hoch. Ey, das ist. Ja, weil ich noch nicht oben bin. Jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt geht's. Ich dachte, du bist schon oben. Nee, jetzt bin ich erst oben und ich starte dann gleich mal den nächsten Teil, ne? Ja, das ist auch wieder voll Finale. Finale, so genial. Finale. Meine ganz blöde Frage, hat eigentlich jemand einen Timer angemacht? Also Timer. Nein, aber ich würde sagen, ne? Wir ziehen jetzt mal die eine heiß durch und dann machen wir da eine Folge draus, oder? Ja, klar. Jetzt da schon, aber nur so für... Nee, das machen wir dann nachher, wenn es tatsächlich drauf ankommt. Ich dachte, jetzt fragt da nochmal kurz aus. Ich liebe diesen Sound. Geil, oder? So, der wird noch besser, wenn er die sieht schon cool aus, die Wohnung. Ich finde krass, dass deine so anders aussieht, obwohl wir im gleichen Block sind, ne? Ja, das ist ja die teurere. Die gab es nur eine kurze Zeit. Ja, ich weiß, die gab es nur kurz nach dem Dingsbums-Update da. Wie heißt das denn? Nach dem Feiertags-Update war das. Genau. Ah, fuck. Okay, Ladung's raus. Jo, hab ich. Wie war das mit 7% beschädigen? Jungs, wie weit seid ihr eigentlich? Ich bin gleich da. Warte mal, ein Punkt, wo ich hin muss. Thomas räumt hinter mir auf. Weil wir fangen dann schon mal mit dem nächsten Teil an. Oh, da ist der Punkt, da muss ich reinfahren. Weg da! Ich bin auf der Karte, da unter der Brücke. Diesmal können wir tatsächlich, also wir unterbieten auf jeden Fall unsere Zeit, außer Mike haut wieder Mist. Ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Jetzt nicht erschrecken, guck mal, pass mal auf, jetzt, was jetzt passiert. Also ich halte dann schon mal provelaktisch bei 333 Meter an. Ja. Ich muss gezaubern. Oh, ich hab da noch ein bisschen Blut am Ellbogen. Ich hab gecheatet. Ich muss erst mal duschen. Die Paintchen der Karre sieht schon geil aus. Oh ja.
Wir sind die Besten. Wir sind einfach so durch. Ist das eigentlich gemein, wenn man sagt, diese Page würde ich gerne mal umschlagen? Das ist ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Ach ja, jetzt kommt aber der ich glaube, wieder. Page schlägt eher dich um. Frag André, der kennt sich da aus. Die wird sich von mir gerne mal blättern lassen. Das glaube ich nicht. Ach, jetzt sagt der Typ wieder die komischen Sachen, ne? Ja, mit dem. Durchblättern. Was? Neue Welten werden sich euch eröffnen. Hier. You put the wrong thing in the wrong hole. Deadmots, vorbereitet. Wie weit soll das sein, ne? Sag mal lieber rein. Ja, ich möchte gerne bohren. So, ich habe meine Stahlbiene wieder auf. Übrigens habe ich jetzt mal richtig schön einen Anzug angezogen, nur für zur Feier des Tages, dass ich endlich mal zum ersten Mal aufnehme und mal wieder das komplette Ü-Team zusammen ist. Oh, saugeil. Tschüss, meine Liste. Das muss ich lange tragen. Ich finde, wir sollten ab sofort immer als Intro-Musik den A-Team-Sound, den Ö-Team-Sound spielen lassen. Oh ja. Danny, du kannst doch mal einen kreieren. Ich, ja. Seid ihr schon im Überfall? Wir gucken uns gerade das nächste Intro an. Genau. Ja, dann machen wir das jetzt auch schnell. Ja. Wir haben ja hier ein firmeninternes Wettrennen. Was? Was? Ja. Die Ricos. Wild. Rico. Kennt von euch eigentlich noch jemand Private Rico? Private Rico? Also nicht Private und Rico, sondern Private Rico? Nee. Muss bei Rico immer nur an den... Pinguin aus Madagaskar, ey. Genau, danke. Private Skipper, Rico und Kowalski. Kowalski Optionen. So, Moment, die Marat. Und Private wird leider auf der Strecke bleiben. Knack. Und dann bin ich der Fahrer. Was ist mit dem los? Genau. Ich trisse dich jetzt weg hier. Anteile lasse ich so, oder? Ja, mach du mal. Weil du, ich muss ja in Vorkasse gehen mit dem ganzen Zeug. Ja, du machst das schon. So, dann mach ich mal hier auf Fortfahren. Entschuldige, ich bin gerade kurz durch den Hund abgelenkt gewesen. So, warte mal, was haben wir da? Das sieht immer wieder voll gut aus. Nee, wir hatten das da, aber wir hatten das da, ne? Nee, wir hatten Anzüge und die Gasmaske. Ich muss mal meine Benachrichtigung reinhauen. Warum kann ich die nicht ausziehen? So, alles klar. Boah, das ist nur noch Eishaut rein, ey. Bravado, nee, irgendwie ist das nicht... Achso, halt, Rebell, zwielichtig, geschäftlich. Da, genau, geschäftlich. Und der Wächter war's. Genau, und ich hatte da den... Genau, den Käufer. Ich hätte aber gerne noch eine Gasmaske. Wo war das denn jetzt? Ausrüstung. Ja, das musst du glaube ich, machen, genau. So, okay. Weit? Right. Ja. Weiter geht's. Wir müssen mal die Outfits dann durcharbeiten jetzt in den Heist-Missionen. Ja. Das sieht einfach so geil aus. Ja. Vor allem mit meiner Tasche, mit der riesen Tasche. Vor allem mit den High Heels, ne? Ja. In der Tasche. Dani, darf ich gern wieder Fahrer sein? High Heels sehen aber in GTA leider ja auch nur gut aus, wenn du ganz normal läufst. Okay. Weil wenn eigentlich du auf müssten wir das Motorrad nehmen, oder? Wir steigen ja eh noch um. Ein Motorrad nehmen? Ja, gar nicht. Darf nicht. Du darfst nicht? Okay. Nee. Darfst nicht hinten aufsteigen, nee, warte mal. Darfst du nicht aufsteigen? Ich hab keine Berechtigung. Boah. Warte mal. Warte, ich weiß warum. Fahrzeug steht da warum auch immer niemand. Jetzt kannst du. Ich glaube, du musst einmal kurz aufsteigen, absteigen. Dann kannst du hier da drauf sitzen und geht's auch bei mir. Geht das? Jetzt geht's. Ja. Ich hab da warum auch immer war da niemand eingestellt. Das kann sein, dass ich das mal gemacht habe, weil Thomas mein Auto klauen wollte oder so. Ich stell einfach einen Beifahrer. Mitgemacht. So wie ich es auch gemacht habe, glaube ich. Ich hab's mal umgeändert vor kurzem, ne? Ja. Ja, das ist, glaube ich, mal auf Crew oder so, ne? Ja, jetzt habe ich wieder auf Beifahrer gestellt. Ja, Crew geht ja nicht, weil bei dir keine Crew angezeigt wird. Ja. Das spielt überhaupt nicht auf. Also da mit dem Bank. Das sieht halt schon echt mega gut aus, wie du da hinten drauf bist. Du kannst zum Beispiel jetzt auch die Fahrt überspringen, dann würden wir aber 4000 abgezogen bekommen. Nein. Das finde ich nicht in Ordnung. Find ich 4000? Überhaupt. Ja, und zwar jeder nur für eine Fahrt? Ja, vor allem nur dann für eine Fahrt? Dann habe ich minus 4000 auf dem Konto. Das kann doch nicht sein. Warte. Aber ich finde einfach schon krass, dass ich jetzt ein Apartment habe, ne? Ja. Ne? Geht ganz schön ab, ja. Aber hast du nachher nur so ein Party-Apartment? Du hast auch eine Putzfrau und einen Mechaniker. Ja.
Wusstet ihr, dass ihr für eine Putzfrau bezahlt? Ja. Nein. Die muss ja auch den ganzen Scheiß immer aufräumen. Ja, ja, wenn ihr in eurer Wohnung irgendwas hinschmeißt, steht irgendwann zwischendurch Reinigung der Wohnung so und so viel Dollar. Was soll ich denn da hinschmeißen? Aha, ja, du kannst ja Snacks, glaube ich, essen, oder? Ach so, gut, ja. Das könnte ich tun. Bin ich nicht bereit? Natürlich bin ich bereit. Bin immer bereit. War das nicht Supreme um die Kurve gefahren? Ein Traum, Marek. Ja. Ich weiß, du das wirklich so bin so, ich Thomas? Halt. Ja, ja. Ich bin ein Traum. Okay. Bist du bereit? Eigentlich schon. Ich muss sie drücken, um bereit zu sein. Auf ins Bettmobil! Ich muss ja sagen, ich habe den Job schon mal gemacht und wenn du so wenig Kohle hast, dann hast du jetzt nochmal ein gewisses Startkapital. Ja, aber ich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Zwar kein Batman-Sound, aber. Ne, Batman! Jetzt muss ich wieder hacken. Boah, nee. Pac-Man. Hast du auch eine Hexmaske dabei? Nee. Ich hab's jetzt schon verkackt. Wo ist das Hex-Symbol? Jetzt mach doch mal bereit hier, mein Freund. Bereit. Ja, das musst du musst einfach nur bestätigen auf A. Ich bestätige. Ich krieg A, davon zieht nicht. Ah, jetzt danke. Jetzt steht da was! Leute, ich muss da A drücken. Ich muss da A drücken, ich hab aus dem Rest gekommen, welche Knöpfe ich drücken soll. Das macht strange. Ja. Oh, was? Wie läuft's? Ja, ich bin noch unterwegs. Ist schon gleich wieder da, oder was? Das ist so geil. Also Runde 1 haben wir noch. Schön, mir wird die ganze Zeit. Oh, jetzt kommt diese faste Strecke, die ich letztes Mal so extrem verkackt habe, die ganze Zeit. Tristan, es wird mir dauernd angezeigt, dass Tristan für tolle Achievements macht. Ja, ne? Ja, voll klasse. Achso, Robin, ich habe ihn Bohnen gelesen. Ja, Bohnen. Bohnen kannst du meinetwegen auch machen. Fahnen, Bohnen. Bist du bereit? Boah, ich hab's beim ersten Durchgang geschafft, ich glaub's nicht. Ich bin bereit. Nee, noch eins. Bereit. Wie viele Kilometer hast du noch Zeit? Gott, die Kacke sich dann. Oh Mann, mein Joystick geht heute mal wieder nicht. Ja, da kannst du nichts für, aber in-game geht. Bist du groß? Geil, ne? Ich finde, GTA-Frauen sind einfach eh abartig groß, voll lieb. Weiß nicht, so Transvestitengröße. Guck mal, ich kann mich auch so mit Rucksack reinsetzen, das stört mich überhaupt nicht. Zack. Selber hoch. So. Wir stehen wieder an dem berühmten, berüchtigten 333 Meter. Hab ich gehupt, ey. Einfach die Situation. Alter, da warst du aber diesmal viel schneller als letztes Mal. Alter, ist doch cool. Ja, der Verkehr war ein bisschen besser. Der Verkehr war besser? Ja. Ja, wahrscheinlich ja, ist dir einer hinten reingefahren oder was? Nee. Nein, ich hab's verkackt. Oh nee, bitte nicht verkacken. Musst du vorne, da kannst vorne du anfangen oder nur das eine neu anfangen? Sand doch mal ab! Ey, wenn wir die Bank ausgeraubt haben, dann werden wir übrigens absahen. Absahen kannst du nur mit Gutscheincode und zwar doppelt. Was? Wenn wir die Bank ausgeraubt haben, werden wir ordentlich absahen. Absahen! Und zwar ohne Gutscheincode. It's unbelievable. Aber auch doppelt. Oh Mann! Ich hab gar getrunken, ey. Ich werde nicht trinken, du Sau. Ich bin fertig mit Hacken. Zum Einsamen. Ja. Okay. Ja. Es läuft diesmal. Aber ich glaube, ich muss diesmal das Auto ein bisschen anders hinstellen, damit ich diesmal nicht getroffen werde beim Einsteigen. Ja, stell das am besten, fährst du rechts rein oder so, weißt du? Da. Wir kommen ja hier vorne wieder raus. Ich muss es ja auch an den Punkt stellen, aber vielleicht so hier. Wenn das so geht. Achso, du musst ja den. Ja. Achso, ich muss ja noch, genau. Kann ja schnell an der Beifahrerseite einsteigen, dann rutscht er normalerweise durch. Ich liebe den Sound. Leute, die ihr zuguckt, macht jetzt die Anlage voll aufdrehen und hört euch diesen Sound an. Ich liebe diesen Motorsound. Achso, setz die Maske auf. Das soll ja. Hab ich? Können wir aussteigen? Halt so, warte, jetzt. Ja, Stroh. Ja. Ich kann hacken, wie. Den brauche ich wieder. Wenn Hacken so einfach wäre. So, wir können. Oh, pass mal. Oh. Ich raff ich das auch gleich mit den Kameras. Die erste Leiterplatte habe ich gehackt.
Boah, wie schnell machst du das, meine Güte? So. Ich darf du musst drei machen, die zweite habe ich letztes Mal so richtig verschätzt. Ich darf das Auto nicht beschädigen, dann haben wir Glück und schaffen vielleicht diese Elite-Herausforderung. Falsche Richtung! Mann. So, schön ruhig bleiben, das ist ja vorne, extrem. Ne? Sonst gibt es einen auf die Nuss. Ich hab gesagt, ruhig bleiben. Gib dir einen Tipp, wenn du das Auto auf die Straße stellst, ist das eine doofe Idee. Wenn du vor der Bank stehst, stell ihn irgendwo in der Einfahrt oder so. Ja, das war die zweite Wetterkette. Ich bin aber bei. Bist du? Vielleicht kriegen wir das auch. Noch zwei. Was? Vielleicht kriegen wir das diesmal auch, weil wir ja schneller waren. Ich hab's diesmal mit den Kameras schneller gerafft, bevor die Bullen da sind. Das könnte sein. Oh mein Gott, die nerven mich lang. Oh ja, Dani, ich geh da gleich in die Wand und kümmere mich um die Kamera. Bin auch besser im Bohren diesmal. Direkt mit dem Bohrer nach hinten, ja? Alles klar, ich gehe gerne mit dem Bohrer nach hinten. Was? Nein! Das mit dem Bohrer fand ich aber so mega tricky letztes Mal. Mal halt, ich tippe gleich mal besser unter Kontrolle. Da kommt der Bohrer von hinten. Oh, verdammt. Hört der Aufsatz stinken. Ach so. Okay, System gehackt. Von welchem Messer jetzt durch meinen Bildschirm? Ey, wie schnell bist du, scheiße Verdammte? Hast du? Nee, gleich. Ich bin das Heckbrötchen. Ich bin das Heckbrötchen. Heckbrötchen. Ah, verdammt, schon wieder überhitzt, das gibt's doch nicht. Komm schon. So, dann nehme ich mal den Bohrer und gehe direkt nach hinten. Ja. Dann, an dem letzten Ding, wenn du kurz bevor du fertig bist, sag mir bitte Bescheid. Okay, wie viele kommen denn da überhaupt? Kann gar nicht aufsteigen, ist hier los? Bin durch. Ich kann bist auch nicht gleich, ja, warte, ich bin... Ja noch. Hab's. Oh Gott. Was ich kann selber geschützt. Jo, komm vor. Ich kann nicht aussteigen. Kannst du fahren? Nein. Auch nicht. Oh Gott, wir sind eingesperrt. Du hast das Terrasse drin angemacht. Komm. Was machst du denn? Fahr. Jemand hat mein E-Fried abgeschlossen. Warte mal, öffne dein Handy. Öffne dein Handy. Start die. Ach, der Lester hat nicht damit gerechnet, dass wir so schnell sind. Nein, ich muss erst noch ein Handy zu pushen, ich halt App da. Ja, du musst die App öffnen und dann halt, das so, Ding halt erstmal, damit das schließt. Warte mal, die ist mal besser genommen. Warte mal, die zweite war das, wo die fetten Dinger standen. Warte, bis dein Bullet was geht. Die dritte ist das, glaube ich. Oder? Erstmal gehen noch Geld abheben. Ja, so gut. Mega gut gemacht! So, da kommt gleich noch einer. Ja, Achtung, da kommt noch einer. Der schießt vorbei. So, und die war, glaube ich, so wie mach ich den Bohrer jetzt hier hinpacken? Tun und war aber auch so. Ja, wie gesagt, sag mir Bescheid kurz, bevor du. So, und da vorne kommen dann schon unsere Mitgelegenheit. Da ist sie schon. Ich hab voll überfragt. Und mach ich den Bohrer jetzt hier? Nein? Hä? So, wenn ich das jetzt auch noch gut hinbekomme, dann könnte das tatsächlich gut werden. Ja. Kommst du klar? Ich komm durch die erste Tür durch. Ja! Gar nicht. Was? Unser Auto sieht gar nicht so schlecht aus. Nee. Das könnte echt was gewesen sein. Can't touch this, ich hab's gesagt. Du bist total verplant. Can't touch this. Hier! Ja, genau. Ach, falsche Tür, sorry. Ich denke, du bist doch noch gar nicht hinten. Wo bist du denn? Ich weiß genau, dass er in die erste Tür links reingelaufen ist. Nein, er ist um das Haus rumgelaufen. Er ist rumgelaufen ins Gebäude. Ach so, ich dachte, du wolltest in diesen. Seht ihr alles? Weil er sagt, dass man erst nach hinten laufen zur Tür. Und dann lief ich da hinten zur Tür. Dann komme ich aber nicht rein. Aber wie ist da eine Tür, wenn du eigentlich eine Wand zwischen musst? Also, benutze RT. Trennen IST, das ist zu den beiden B. Baubüberfall bestanden. Ich hab mich. Gold und Platin mal wieder. So, mögliche Beute 115.000. Jetzt pass auf. Ach so. Abzüge. Tatsächliche Beute 115.000. Jawoll. Ey, das ist ja wieder. Keine Abzüge. Ja. Yes. Abgeschlossen. In unter 5 Minuten 20? Jawohl, 6% oder weniger. So, den ersten hab ich. Ne, wir hatten 7% wir Schaden. Niemand wird erledigt, genau. Juhu, Elite-Herausforderung unvollendet, verdammt. Ja, wir haben leider 1% zu viel Schaden bekommen. Aber hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon, ne? Ich weiß es gerade gar nicht, kann sein. Ne, zweiten hab ich glaube schon. Ja, wie gesagt, wenn du kurz vorm letzten bist. Ja. Kurz vorm letzten. Den vierten hab ich auch. Vier, sag ich schon. Den dritten, den vier gibt's. Ich wär jetzt beim letzten.
Cheers. Cheers. Ha, die haben wir uns verdient. Ja. Ich finde gut, dass du aus dem Oben ohne auch in eine Bar gehst. So, da fiel das durch. Tür ist auf. So, hier Bonnie und Clyde sind durch. Ja. Wir waren schon im Tequila-La was trinken. Tequila-La. Nicht spoilern. Bonjour. Los, Spoiler-La. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin da, ich bin da. Noch nicht ganz, aber gleich. So, erstmal Geld einzahlen. Oh ja. Das ging ja direkt. Ich wollte gerade sagen, das ging die letztes Mal doch direkt drauf. Ja. Ich finde es aber krass, dass ich jetzt schon wieder 118.000 habe. Und schießen tun wir ja, auch 2.000. Ich hab 705.310. Oh, das ist schön für dich. It's funny. Guck mal nach vorne. Wir fahren mal hier. Bam! Boah! Halt, willst du wieder fahren? Scheiße. Ja, kann ich machen. Ich bin hier. Wo seid ihr? Wir sind fertig. Oh, Bonnie und Clyde haben es geschafft, wir sind durch. Wir sind schon komplett durch, also. Wollen wir wieder Motorrad fahren? Ist ja doch Bonnie und Clyde. Hast du ein Motorrad da? Wir sind dumm. Ja, steht hier um die Ecke. Ja, können wir Motorrad fahren. Wir müssen jetzt eine Weile rumfahren, bis wir dann die neue Mission Headshot kriegen. Komm, Schätzelein! Wir drehen eine Runde! Bist du die weg? Da, die Autos hinter uns. Wir müssen ja eh mal warten, bis die Jungs noch fertig sind. Jetzt krieg ich anders hin. Hab ich ja noch zu bewachen. Wo warten? Okay, ich hab meine Karte. Nee, Lester hat mich noch angerufen. War das schon der Richtige? Ich hab nur noch die. Also für den nächsten. Hoffentlich ist heute der Magnet dran, ja. Letztes Mal mit Tristan, glaube ich, oder irgendwem. Da war da kein Magnet dran, ein paar Mal hintereinander. Wow. Lester wird sich bald mit den Details seines weiteren Raubüberfalls melden. Bam! Okay! Wir müssen ja immer warten, bis die Jungs fertig sind. Und dann müssen wir auch, glaube ich, mal die Folge langsam beenden. Nein! Ring-dicke-ding-ding! Ja, aber heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage, ne? Weißt du doch. Ich wollte gerade im Internet surfen. Es tut mir leid, ich habe die Mauer nicht gesehen. Du weißt doch, auf was man sich einlässt, wenn man bei mir. Warte mal, ich steig nochmal ab. Wenn du dann nicht rechtzeitig losfährst, dann setzt du nämlich keinen komischen Helm auf. Mein Helm ist noch okay. So, bist du ready? Ja. Und los. Hey. Also, jawohl. Nein! Bei mir hast du keinen Helm auf. Oh, doch, jetzt schon. Was macht ihr denn da? Egal. Wir fahren Motorrad. Also, ich fahr Motorrad, oder? Versuch's halt. Boah. So, jetzt können wir beenden. Jetzt können wir beenden. Ich sag mal, tschüss. Seid ihr durch? Genau. Okay, dann. Ja, war das halt die erste Mission, ne? Die Treppe hoch. Okay, bis zum nächsten Mal und die Treppe hoch. Yay. Tschüss. Haut rein. Ciao, ciao. Das erste Mal, was? Es vibriert. Es vibriert.